gesehen habe. Ihr könnt sehen, wie ich fail, aber naja. Ich hätte das lieber in der Ego-Perspektive, wenn ihr das verstehen könnt, ne? So. Okay, dann müssen wir uns bewegen. Oh Gott. Okay, ich kann nicht mit der Maus liegen, ich gib's auf. Und ich muss den Autokufer raus machen. Oder den Schwebeflug. So, okay. Wir werden einfach trotzdem mal die. Ist zu laut. Ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen, wann das jetzt zu laut ist und wann nicht. Also ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Müssen wir schon anhalten. Hier steht Autoschwebeflug rein und ich weiß, das ist das Nubigste, wie man den Heli überhaupt zum Landen bringen kann. Einfach den Autoschwebeflug ein. Aber wir haben hier perfekt abgestimmt, wenn ihr das sehen könnt. Oder fast. Jetzt ist es perfekt. So, ist dann aufpassen. Also wenn man hier zu hart aufsetzt, dann ist es schlecht. Ganz langsam noch die restlichen Meter. Wir können jetzt noch die letzten Meter zum Boden. Zurück sind wir. Ja, was ich bis jetzt doch denke, dass es am schwersten wird, ist aber ehrlich gesagt das Jetfliegen. Weil ich habe da irgendwie das letzte Mal, wo ich das schon mal probiert habe, gar nicht mehr durchgeblickt. Autoschwebeflug aus und los geht's. Und wieder an. Das muss alles ganz schnell gehen. Noch schnell was trinken. Das sieht doch gut aus, was wir gemacht haben. Im Autoschwebeflug. Oh Gott, oh Gott. Gott, Gott, oh, ich dachte, wir fallen auf das Haus drauf. Oder fliegen oder landen, keine Ahnung. So. Steigen hier unsere Männer aus und wir gehen weiter zu bewegen. Jerry, das ist doch gar nicht zu bewegen, sondern das ist zu deinem nächsten Ziel. Ich weiß doch. So, den Autoschwebeflug wieder aus. Und los geht's. Und am besten nirgends reinknallen. Ja, wäre schlecht. Dann dauert es auch nicht mehr, bis das alles blind ist, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte und einfach alles übersprungen habe. Statt, ja, das alles zu machen. Ich habe nur noch das gemacht habe, wo ich drauf Bock hatte. So, das werden wir jetzt im Außenflug machen, weil es ist schon um einiges ja, schwerer hier zu landen, weil wir hier noch zwei Fluggeräte neben uns stehen haben, die wir nicht landen. Dafür ist es ja auch nicht so viel Freiraum, den wir haben. Muss man ja ganz ehrlich was sagen. So, mit dem Autorufer lässt sich das auch noch ganz gut fein nachstimmen. Oder nachbestimmen. Ja, auf jeden Fall ziemlich nützlich. Okay, so wie ich das jetzt gerade mache, sollte man das dann vielleicht auch machen. So. Sollte passen. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach vorne. So, noch ein bisschen die Feinabstimmungen im Aufbau. Ja. Und ich bin jetzt nicht ganz komplett beschrieben, nur weil hier unsere Ausbildungsperspektive fliegt, weil, ja, ich bin da jetzt ein bisschen geflogen. Ein bisschen nach rechts. Und runter geht's mit uns. Oder nicht? Scheiße. Ich möchte jetzt genau landen. So. Und da geht's. Passt. Ist mega. Ja, und das wäre jetzt eigentlich zu schnell runter gewesen. So. Dann fliegen wir den Angriffskurs. Das war mit dem Heli, das weiß ich sicher. Und ab geht's.
müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen bewegen. Dass wir zu unserem Ziel kommen. Wir werden natürlich wieder in die Ego-Perspektive wechseln, das ist diesmal das, ja, ziemlich schöne Cockpit auf jeden Fall angucken. Von dem Heli hier. So. Dahinter. Ich werde es ein bisschen langsamer machen, damit ich viel schneller mit dem Autoschwebeflug oder eben dem Autohober oder dem Autoschweben-Dingens. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Autoschwebeflug hört sich ziemlich dumm an. Oh, das hätte mir auch Zeit sagen können, dass es dann noch weitergeht. Oh, ich wurde zutiefst enttäuscht von dem Spiel. Scheiße, was geht jetzt ab? Was macht er denn? So, wenn man einfach sieht, geht es wieder total hoch. Also ihr seht hier, wir stehen. Suchen und zerstören. So, wir spielen eine Runde Suchen und zerstören. Auf der Map ist das. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Map ist. Ist hier irgendwo? Nein, scheiße. Oh. Ah, hier kann man die Linien ziehen, die wo ich wie fliegen soll. Hier nach, hier nach, hier nach, hier. Ist auch hier. Total unsinnig, aber naja. Oh, dann spielen wir eine Runde Suchen und Zerstören. Bist du ohne den Autohuber drin? Ich nenne den jetzt einfach Autohuber. Was soll ich denn? Upsala. Kennengelernt. So. Das Spiel habe ich auch noch nicht lange auf Deutsch, weil. Ja, ich habe das Spiel über Steam und da ist es ja echt. Sag mal. Ja, dann werde ich jetzt gar nicht mehr den Autobereitung. Nö, gar nicht. Ganz ehrlich, mir kommt es echt gerade gar nicht vor, als wären wir 150 km/h schnell. Geht schon eher, aber gerade nicht. 200, es klingt echt übelst schnell für. Naja, irgendwie. Sieht es ja nicht so aus, als hätten wir gerade eine große Geschwindigkeit. Okay, dann setzt euch landen oder was? Ob wir das gut abgestimmt haben. Leider bin ich. So, lassen wir es hier. Das schützt mal alles zerstören. Vielleicht nicht nur zerstören. So, ich muss sagen, dass. Lol, das war's. Ernsthaft. Ich musste nur fliegen. Ja, ja, okay, dann spiele ich eben nicht mal den Schützen. Ist ja nicht so, als würde man das irgendwie auch mal brauchen. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind alle in der Katastrophe aus. Ich sehe es schon. Oh Gott. Oh Gott. Boah, perfekt. Ja, okay, ganz perfekt. Perfekt. Jetzt weiter nach vorne. Dann passt das. Aufpassen, dass wenn ich einfach gegen den Boden knallen, dann hat es schon eine ganz schöne Geschichte drauf, wenn man einfach, ja, total nach unten geht. Ja. So, haben wir den Kopf schon aufgeschlossen und jetzt kommt noch die schwierigste Aufgabe, und zwar der Notlandung. Die werde ich jetzt höchstwahrscheinlich ein paar Mal versuchen dürfen, weil die ziemlich schwer ist. Dass ich irgendwo da oben mit dem Heli spawnen und den Rest zieht ihr gleich. Ja, bei uns fällt gleich alles aus. Wir werden einfach versuchen, so stark wie möglich nach vorne zu gehen. Sobald ich die Kontrolle habe. Wann ist los? Oh, es geht schon los. Schnell nach vorne. Geschwindigkeit aufbauen. Und wir haben es nicht geschafft. Scheiße. Nein, ich muss nicht nochmal alles von neu machen. Ich werde es nur noch die Notlandung machen, ey. Darauf habe ich jetzt auch keinen Bock, ne? Nee, echt nicht, ey. Nur weil ich jetzt alle einmal was versaut habe. Nee. Ganz im Ernst nicht.
Ich werde die zwei Sachen jetzt schon noch machen, aber offscreen. Einfach damit ich es completed habe, ne? So. Gut. Geht auch gleich los. Jo. Sollte es auf jeden Fall jetzt geschafft. Einfach Vollgas nach vorne. Und dann haben wir einigermaßen Geschwindigkeit auch dazu, die Räder optimal auszunutzen. Es ist aber leichter als es aussieht. Es ist aber schwerer als es aussieht. Hui, ich kann rumrennen. Nein. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Neustart. So. Guten Tag, Herr Kaloin. Das haben wir eigentlich super ausgestattet. Wir haben auch fast 12 Uhr. Fast 12 Uhr, oh Gott. Wir haben fast Viertel 11. So, wir werden natürlich wieder die Notlandung machen, bis wir die geschafft haben. Wenn wir die geschafft haben, dann... Jo, dann was dann? Wird gehen in die Außenperspektive gehen? Dann eben nicht. Jo, dann... ja, werde ich die beiden anderen noch offscreen machen. Weil es echt nicht gezählt hat, auch wenn es sich... Weil ich das echt ziemlich assi fände. Ganz im Ernst. Das klappt, das klappt. Nein! Ich hatte so gute Hoffnungen. Notlandung. Tschüss, ich will nicht. Ich will nicht. Hast Pech gehabt. Tschüss. Nein, die haben mich. So. Natürlich wieder Vollgas geben. Vielleicht können wir noch irgendwas aus dem Heli rausholen. Geschwindigkeit aufbauen. Wechseln. So darf ich jetzt. Danke. Einfach Geschwindigkeit aufbauen. Ja, ich hab's geschafft. Danke. Oh. Oh Gott. So, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das geschafft habe. Also, das sind wir wieder bei den Trainingslager und ihr seht, Hubschrauber ist nicht geschafft. Jo. Ich werde es auf jeden Fall noch machen, aber nicht jetzt. Ich habe gerade sowas von gar keinen Bock drauf, die Notlandung nochmal zu machen. Ich weiß echt nicht warum. Aber plötzlich war es vorbei. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt den Gleitschalter weitermachen. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. So. Sehen wir noch, die schöne Kappe ist offen. Hier Säckestall, das sieht man auch hier. Kann ich das irgendwie zeigen? Nein, kann ich nicht. Also der Mäßig vom Bildschirm, hier ist so beim Fuß, das ist zu Klappen offen. Dadurch kann der Säckestall starten. Hier so kleine Off-Topic-Erklärung. Ah, nein, irgendwie ja nicht. Passt irgendwie. Okay, und wir starten mal unseren schönen Chat. Die letzte Klappe geht zu, hinten läuft alles warm. Und oben geht's zu, weil wir den Senkrechtstarter aktiviert haben. Deshalb müssen wir jetzt auch das Schwebflug einschalten. Seht hier, jetzt wird alles so aufgemacht. Ein und ein Trick nach oben wird aktiviert, dass ich es euch zeigen kann. Und zwar